crazy. Hey Freunde, da sind wir wieder. Neue Woche NBA. Es ist Montag. Hier ist Sascha und ja, wir gehen direkt wieder in ein Spiel rein. Will nicht so viel Zeit verschwenden. Es ist ein Heimspiel für unsere wunderbaren Bobcats mit Sonny Van Hero und wir treten an gegen die Sacramento Kings. Und ich denke, das wird ein ganz spannendes Spiel, weil beide Teams in dieser Liga bisher ziemlich gleich auf sind. Also jetzt natürlich nicht in der gleichen Division, glaube ich, aber zumindest sowas, was Stats betrifft, ich glaube, da schenken sich nicht so viel. Gut, lassen wir uns mal überraschen. Wir steigen ein direkt in der zweiten Hälfte, also relativ weit drin im Spiel. Und das beim Stand von 39-38. So, und unser natürliches Kryptonit ist wieder dran. Oh! Sollten wir das Kryptonit... Oh, schade. Ich wollte gerade sagen, wirkt das Kryptonit der Freiwürfe nicht mehr? Doch, es wirkt noch. Ja, schade eigentlich. So, ich werde natürlich jetzt mal schauen. Heute hat sich viel mein Spielerdeck, denn eine der Sachen, die ihr im letzten oder in der letzten Woche häufig bemängelt habt, war sowas wie, naja, nicht so häufig die Zuordnung auflösen, mal mehr am Mann dranbleiben. Ich mache das natürlich manchmal deshalb. Wir müssen ein Spiel finden. Ja, ja. Tun Sie, was nötig ist. Das ist immer dieses schöne, offene Ziel, was keiner so wirklich deuten kann. Mit der Zuordnung ist natürlich immer so eine Sache, denn man muss einfach sagen, könnte man hier eine Lücke aufmachen? Gibt's doch gar nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Sauber Zeller. Yo, die Brofist ist zurück, Freunde. Das Dream Team, das dynamische Duo. Batman sein Robin hat das Ding reingemacht. Holy shit, Zeller. Hol das Anti-High-Spray raus. So, was ich wegen der Zuordnung sagen sollte, auch wenn hier mit dem Block nicht ganz geklappt hat, ist natürlich manchmal so, wenn man seine Stats ein bisschen verbessern möchte, dann muss man einfach ein bisschen variabel sein. Das heißt, man kann nicht nur... Oh, from deep! Holy shit! Freunde, da ist der Dreier im Korb. Da bricht mir fast die Stimme weg vor lauter Begeisterung. Also, was ich sagen wollte, wegen der Verteidigung. Man muss mal so ein bisschen schauen. Man kann sich, also, es ist natürlich mein Ziel, dass ich dem Spieler zugewiesen bin und gucken soll, dass der keine Punkte macht, dass er nicht zu sehr an den Ball kommt. Aber so einfach ist das natürlich gar nicht. Und, mehr kann ich dazu einfach gar nicht sagen. Also, wenn ich all over the place bin, liegt das teilweise auch daran, dass ich versuche, nein, mir denke, gut, jetzt könnte ich mal vielleicht einen Rebound holen oder sowas. Komm. Ugh. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit mit den Mitteldistanzwürfen los ist. Die wollen einfach nicht mehr klappen. Das ist kurios, weil sonst gerade sowas in Richtung Fadeaway hat eigentlich immer geklappt und ging garantiert rein. Das ist echt sehr überraschend momentan, was sich hier so tut. Aber na gut, wir haben jetzt in den letzten beiden Spielen oder ich glaube im vorletzten Spiel und im letzten Spiel war ja das Spiel, wo wir ausgewechselt wurden, weil wir jemanden ja zu Boden geschlagen haben, möchte ich fast sagen. Ganz so schlimm war es nicht, aber wo wir uns ja eingesetzt haben, das war ja dieses Story-Spiel. Aber davor im Spiel hatten wir schon Dreier, da waren schon Kommentare zu lesen. Yeah, endlich mal ein Dreier, jetzt haben wir noch einen. Mich freut's. So, mal nach außen geben. Ich muss das Ding ja nicht immer alleine machen, auch wenn ich es wahrscheinlich besser kann als der Rest. So, könntest du mal hier Tolliver... Ah, Tolliver, du Pfeife. Aber schöne Ballbewegung hier. Oh, schön. Das hat eigentlich ein bisschen mehr Bonus geben sollen. Gut, da ist er hat uns überlaufen nach unserem Stilversuch. Oh mein Gott, wir stehen mit 4 Mann, decken wir da. Boah, und die machen das Ding einfach von draußen rein. Das ist ja nicht zu fassen. Meine Güte, Freunde, meine Güte. Da läuft sich aber auch keiner ein bisschen frei. Ich könnte natürlich jetzt, könnten einige in den Kommentaren schreiben, warum ist nicht Pick and Roll? Wir haben so häufig Pick and Roll versucht zu spielen, es hat einfach nicht funktioniert. Ich werde definitiv mal, und das in der nächsten Woche,
weil ich ja so ein bisschen am Blog meistens aufnehme die Videos. In der nächsten Woche wird es so sein, da habe ich mir vorgenommen, wenn wir die Videos der Woche mal starten, werden wir es mal versuchen, dass wir uns die Spielzüge vom Coach anzeigen lassen. Das war ja was, was wir anfangs in dieser grundsätzlichen Festlegung ja abgelehnt haben, oder nicht abgelehnt haben, aber das wurde uns in diesem Rookie-Showdown gezeigt und seitdem nicht mehr. Und wir werden das mal beim nächsten Mal anschauen. Vielleicht bringt uns das ein bisschen mehr was. Oh, ein bisschen weiter raus. Oh, Baby! Holy shit! Cold Fireball ist on fire. Cold Fireball, wollte ich schon sagen. Das ist ja mein Game Attack. Schade. Sonny Vanero ist hier on fire, Bitches. Holy shit, 2 Dreier. Das ist heute die Dreier-Episode. Oh ja, so nenne ich die Folge. Die Dreier-Episode. So, Freunde, gib mal her das Ding. Jetzt komm. Ah, Mann, ich weiß nicht, was mit unserem Zug zum Korb drauf ist. Das ist so eine schlechte Ausführung in letzter Zeit. Naja, Halbzeit. Es ist ein enges Spiel. 2 Punkte Vorsprung für die Kings. Ich hoffe, in den Highlights sind wir diesmal mal drin. Nein, sind wir nicht. Schade. Ja, irgendwann werden wir es reinschauen, aber ich denke nicht mit unserer. Ich denke, das liegt natürlich primär daran, dass wir so eine beschissene Spielzeit haben bisher. Und wie könnte man jemand, der 7 oder 8 Minuten auf dem Feld stand, als irgendwie Star des Spiels hervorleben? Das geht nicht. Nur weil er 2 Dreier geworfen hat. Das wäre ein bisschen Utopie. Wäre schön, aber Utopie. Ja, Katze, ist ja gut. Schön, schönes Ding. So, und ich weiß nicht, ob ihr das hört. wenn ihr es im Hintergrund hört, dann muss ich mich dafür entschuldigen. Aber meine Katze, und das haben diejenigen, die Don't Starve letzte Woche schon geschaut haben. Oh. Glück gehabt. Die haben das schon mitbekommen. Meine Katze ist momentan rollig und das heißt nahezu konstantes Miauen und das macht Aufnahmen ein bisschen schwierig. Deswegen, wenn ihr heute merkwürdige Geräusche im Hintergrund hört, dann ist es die Katze. Und das, schade. Da habe ich mich selbst so ein bisschen reingeritten. Ich dachte, das Ding könnte ich... Ah, schade, Mann. Ich dachte, ich könnte das Ding rüberspielen. Oh, fangen die schon an, Zeit auszuspielen, oder was ist hier los? Bisschen früh für sowas. Ja. Schlechte Verteidigung, aber Verteidigung ist eben mein Problem. Deswegen gehe ich auch nicht online, ganz ehrlich. Ich spiele das Ding definitiv nicht online, wo mich schon mal welche gefragt haben, ob sie mit mir spielen können. Ich habe da einfach keinen Bock drauf, weil ich weiß, oh, verdammt, meine Verteidigung ist so miserabel. Ja, da haben wir uns von einer tollen Wertung in C-Bereich zurückgespielt. Das ist frustrierend gerade. Aber das ist jetzt echt meine eigene Schuld gewesen. Ja, ich glaube... Komm. Jo, Baby! Baby! Holy shit, noch ein Baby hinten dranhängen und wir haben einen Song von Biebs. Mann. Was ist denn heute los? Das ist heute wirklich die Dreier-Edition. Wir können es das Triffel des Dreier, nicht das Triffel, wie heißt es nochmal? Also jetzt nicht ein Triple, sondern es gibt ja ein Trifle, ist es, dieses Dessert aus England, diese 3 Schichten. Das haben wir gehört. Ein Trifle aus Dreiern. Trifle. Wie schafft. Oh, ich komm. Sauber. Wie schaffen wir es eigentlich immer in NBA zurück aufs Fressen zu kommen? Sagt mir das mal. Wobei, ich meine, so einen guten, selbstgemachten Burger könnte ich jetzt auch verdrücken. Ich glaube, das sind einfach diese US-Sportarten, die... Ja, schade. Die sind so ein bisschen prädestiniert dafür, dass man direkt Hunger auf Fastfood kriegt. Sehr schön. Oh, er ist auch ein bisschen grimmig. Er hat ein bisschen schlecht gekackt heute, weißt du? Ja, er hing so ein bisschen in der Hose. Das sah gerade aus, als hätte Zeller eine andere Haarfarbe. Ah, schade. Ja,
Ich frage mich eh, was wir mit einer B-Crew spielen. Wir haben heute Leute dabei, wo ich mir denke, meine Güte. Komm. Schade, das war jetzt das Zückerchen auf die Kirsche auf dem Kuchen gewesen. Von einer Fresserei zur nächsten. Aber wie die hier abgehen, ist Halbzeit und die gehen total ab, die Jungs. So, wann werden wir wieder eingewechselt? 1:50. Es ist Crunching. Was? Crunch Time. Crunch. So, wir sind als Schuh. Wir sind noch im C-Bereich, fällt mir gerade auf. Ich meine, eigentlich unsere reine Punktestatistik ist heute eigentlich. Reingezittert, das Ding. Unsere reine Statistik ist heute eigentlich sehr eindrucksvoll. Aber die Teamwertung mit C- ist heute nicht ganz so gut. Aber ich meine, wir führen mit 4 Punkten und das zählt hier, das Ding jetzt. Oh. Verdammt. Dann kriegen sie einen Freiwurf. Oh, hier Mr. Kaki wieder. Und das meine ich wegen seinem Gesichtsausdruck, Freunde. Er sieht so verkniffen aus. Sieht so aus, als hätte er seinen Morgenkaffee nicht gehabt. Oh, die sind sehr aggressiv, wenn ihr das seht. Komm, Sella. Oh, Sella, du Pfeife. Hätte sich ein bisschen freilaufen können? Oh, habt ihr das gerade gehört? Da war ein Hello, Let's Go Bobcats Ruf in der Halle. Das habe ich zum ersten Mal bekommen. Oh, Sella, du Pfeifen. Junge. Spannend hier. Das ist wirklich noch spannend. 1 Minute, 3 Punkte Unterschied. Hier ist alles noch drin. Gucken, dass wir die Kings irgendwie aufhalten können. Oh, nein. Oh. Ah, die sind aggressiv. Die sind... Oh, alter Vater. Gehen wir mal ab, das Ding. Nicht zu mir. Aber wenigstens passt der zum Foul führt. Oh, wie sie ihn zurückhalten, wie sie Kaki zurückhalten. He has really long arms and a real long penis. Ja, wenn man Big L heißt, dann wundert mich nichts mehr. So, Ja, Silva, halte die Führung von 4, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Das haben wir... Wobei, noch ist noch nichts gelaufen. Müssen wir noch einen Punkt für machen, um das dynamische Ziel zu erreichen. Und wir haben Angriff. Das sollte also eigentlich möglich sein. Komm, nehmen wir das Ding mal in der Hand. Könnte sich mal einer freilaufen da von euch pfeifen? Ist ja unfassbar. Komm. Mann! Ach, Freunde, ey. Mach doch noch einen. Ich will das dynamische Ziel erreichen. Boah. Ja, jetzt fangen sie natürlich an zu... Oh, die wissen genau, wenn wir eine freie Linie gehen. Komm. Ja, sauber, Bitches! Ich channel meinen inneren Jesse Pinkman hier. Ey, immer 50% als Quote bei Freiwürfen. Das ist echt nicht mehr schön. Das Problem ist nur 2 Punkte Unterschied. Das ist ein 2 Punkte Unterschied. Mann. Oh, es ist Cousins. Cousins ist Mr. Ich hab ein Köttel im Schritt hängen. 1 Punkt, 7 Sekunden. Ja, die werden sich jetzt faulen, versuchen zu faulen. Oh, das ist tricky. Nein. Boah. Scheißdreck. Boah, das wäre fast... Also, okay, das Ding haben wir im Sack. Aber das wäre fast daneben gegangen. Boah, stell dich mal vor, die hätten jetzt so einen reingemacht, wie bitter das geworden wäre. Sauber. Schön, schöner Sieg heute. Oh, da bin ich aus dem Kopf gekommen. Oh, wir haben 2 dynamische Ziele heute erreicht. 2 Stück, ganz ehrlich. Scheißt auf die Mitspielernote von C-. Ordentliche Leistung. Gewonnen, 2 dynamische Ziele erreicht. Oh, holy macaroni, baby.
Oh, sorry, für den Pitch-Out wahrscheinlich. Das ist doch lächerlich, oder? Sorry, Steve Clifford, du kannst mich mal an meinem rosanen Metallarsch lecken. Was, warum die kürzen unsere Spielzeit? Wir haben so ein tolles Spiel. Scheiß doch auf die Mannschaftswertung. Was ist denn das für ein Kack hier? Das ist doch KI-Fehler hoch 10. Ne, sorry Leute, sowas regt mich auf. Hello, folks. This is your captain, and we are cleared for landing into Toronto. Thank you for flying with us.